Hallo liebe Campingfreunde, hallo liebe Videofreunde. Wir sind gerade von unserer Nordkap-Reise zurückgekommen und ich habe gerade das gesamte Video-Equipment ausgeladen. Das liegt hier neben mir. Es sind insgesamt tatsächlich 25 Kilogramm, die wir dieses Jahr dabei hatten. Ich habe es nämlich gerade mal gewogen. Und da unter meinen Videos immer mal auch die Frage kam nach der Technik, die ich nutze. Ich habe auch neulich mal gefragt, ob jemand da Interesse hat. Und es kam ein paar positive Reaktionen. Deswegen möchte ich euch heute kurz zeigen, womit ich in den letzten Jahren die Videos erstellt habe und was meine aktuelle Ausrüstung ist und vielleicht ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, was ihr auch vielleicht nutzen könnt, um schöne Reisevideos zu machen. Bei mir geht es vor allem auch darum, wie kann ich im nächsten Jahr ein bisschen leichter unterwegs sein. Wer den Kanal verfolgt, der weiß, dass ich seit ungefähr 2020 Reisevideos mache. Das erste Video ist 2020 rausgekommen in der Corona-Zeit und handelte davon, ob es möglich ist, in der Corona-Zeit nach Schweden zu fahren. Und ich wusste damals, als wir losgefahren sind, schon, dass ich so ein Video machen würde, aber ich war nicht explizit darauf vorbereitet. Was ich damals oder wir damals als Familie schon hatten, war die Panasonic Lumix FZ1000. Das war unsere Reisekamera. Die haben wir seit 2015. Das weiß ich so genau, weil wir damals zur Geburt unserer Tochter die gekauft haben. Das ist eine Bridge-Kamera mit 1 Zoll Sensor. Bei Kameras kommt es ja sehr auf die Sensorgröße an, wenn es jetzt darum geht, wie kreativ man damit arbeiten kann, wie lichtstark sie ist. 1 Zoll ist jetzt nicht super, aber war zu der Zeit ein guter Standard. Wir reden ja von 2020. Damals, weiß ich, gab es, glaube ich, noch kaum Handys, die zum Beispiel eine 4K-Frontkamera hatten. Die Kamera konnte damals schon 4K. Ich wusste damals schon, dass die Mikrofone hier nicht ausreichen werden für eine gute Berichterstattung. Und deswegen habe ich damals dieses Mikrofon noch dazu gekauft. Das ist das Rode Video Micro. Und ja, das konnte man, kann man hier anschließen. Also die Kamera hatte damals schon diesen Mikrofonanschluss. Das ist ein passives Mikrofon und es hat einfach sehr schön funktioniert. Ich hatte damals immer noch diesen Gorilla-Pod dabei und ich bin ein großer Fan von Casey Neistat. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der läuft halt auch immer so durch New York mit so einer Kamera. Bei ihm natürlich eine größere, teurere. Bei mir war es die Panasonic. So ist das Video 2020 entstanden. Das war ja nicht so sehr ein Vlog, wie das heute vielleicht der Fall ist bei meinen Videos, sondern damals eher noch so mal Bilder von unterwegs einfangen und mal eben kurzen Bericht am Campingtisch geben. Mhm. 2021 wollte ich mich dann technisch verbessern. Wollte aber keine neue Kamera kaufen. Ich war ein bisschen unentschlossen und habe dann kurz vorm Urlaub eine Investition gemacht, die ich nicht bereut habe. Was sich damals schon geändert hatte, war, dass ich damals das iPhone 12 neu bekommen habe. Das iPhone 12 Pro mit sehr guten Kameras und auch einer 4K-Frontkamera damals schon. Also ich wollte eigentlich mit dem Handy filmen. Allerdings ist beim Handy auch die Stabilisierung immer so ein Thema. Und was ich mir damals sehr kurzfristig noch gekauft habe, ist ein Gerät namens DJI OM4. Das ist ein Gimbal fürs Smartphone. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch so hinbekomme, aber da gab es halt, also da gab es einen Trick. Ich konnte mein Telefon hier magnetisch andocken, dann das Gerät aufmachen, einschalten. Auf Querformat schalten und los ging's. Ein Großteil des Videomaterials 2021 ist so entstanden. Ich mache ja Videos im Vlog-Style. Das heißt, ich filme mich selbst da, wo ich bin. Ich finde, das ist die schönste Art, von unterwegs zu berichten. Es gibt natürlich auch viele, die im Grunde Fotos zusammenschneiden, hinterher das nachvertonen und so weiter. Mir ist immer wichtig, dass ihr direkt vor Ort einen Eindruck bekommt. Und deswegen habe ich mich selbst viel gefilmt. Das geht hiermit halt super. Die Frontkamera konnte 4K. Ich konnte mich sehen und ich konnte auch jederzeit auf die hinteren Kameras umschalten, konnte dann das Kamerabild sehen. Vieles ist so entstanden. Mikrofon ist natürlich in dieser Konstellation nicht so einfach. Man kann an das iPhone ein Mikrofon anschließen. Ich hatte dann hier so eine Kabelpeitsche an der Seite und dann hier unten ein Mikrofon neben dem Griff.
Das habe ich aber ehrlicherweise gar nicht so oft installiert. Ich habe meistens die normalen Mikrofone des Telefons genommen. Wenn kein Wind war, war das absolut okay. Und ich muss heute sagen, ich habe damals im kompletten Automatikmodus gefilmt. Das Videomaterial aus dieser Kombination ist hinsichtlich der Farben und der Stabilisierung bis heute eigentlich fast das Schönste, was ich so mitgebracht habe. 2021, schaut nochmal nach, da waren wir in Schweden unterwegs, damals auch im Norden auf dem Flatruet in der Nähe von Idre, in so Skigebieten, Gebirgsgegenden, dann sehr schöne Bilder hiermit entstanden. Ja, dieses Video 2021 hat bei mir das Interesse an Video und Videoproduktion geweckt und ich habe damals angefangen, mich sehr stark mit dem Thema zu befassen. Das lag auch daran, dass es mitten in der Corona-Zeit war. Man hatte ja viel Zeit dafür und zu der Zeit konnte man Kameras sehr günstig kaufen und wieder verkaufen, weil jeder ist in dieses Hobby eingestiegen, jeder hat irgendwie ausprobiert. Man hat manchmal Schnäppchen bei eBay Kleinanzeigen gemacht und konnte die bei eBay mit Gewinn verkaufen und so habe ich es ganz lange gemacht. Meine erste Idee war eine Kamera, die ich euch heute gar nicht mehr zeigen kann. So wie jeder YouTuber kommt man natürlich sofort zu Sony-Kameras. Dienstlich hatte ich schon Erfahrung mit Sony-Kameras im APS-C-Bereich, also ein bisschen größer als der 1-Zoll-Sensor. Aber ich wollte natürlich Vollformat und habe mir dann im Frühjahr 2021 eine Sony A7 III gebraucht gekauft. Die A7 S2 ist so der Videotraum von Sony, das Topmodell im Videobereich. Die konnte und wollte ich mir damals nicht leisten, also wurde es die A7 III. Und ich war mit der Kamera auch sehr zufrieden, die hat super Bilder gemacht, die hat auch super Videos gemacht. Allerdings fand ich sie zu groß. Ich hatte das 2405 Objektiv F4 und die ganze Kombination war mir zu groß und tatsächlich habe ich sie wieder verkauft und in den Urlaub gefahren bin ich dann mit einer Fujifilm Kamera. Ich hatte verschiedene noch ausprobiert, auch noch ein paar Sony Varianten, auch die A7 S1 und S2 zum Beispiel, aber ja, geendet bin ich bei Fujifilm und da bin ich noch heute, denn in diesem Urlaub zum Beispiel waren wir unterwegs unter anderem mit der Fujifilm X-T5, die tatsächlich nicht leichter und nicht kompakter ist als die A7 III damals. Aber gut, das ist eine lange Geschichte. Warum überhaupt eine andere Kamera? Ich hatte ja noch die Lumix-Kamera. Wenn ihr euch die Videos aus 2020 anschaut mit der Lumix-Kamera, da gab es sehr viele Themen, wie zum Beispiel ruckelndes Video oder unscharfes Video. Die Kamera hat schon einen Bildstabilisator eingebaut, der ist aber nicht unbedingt für Video optimiert und so hat beim Schwenken das Bild oft so ein bisschen geruckelt und viele Szenen sind so, dass der Fokus etwas pumpt, das heißt, das Bild wird scharf, unscharf, scharf, unscharf. Das hat mich bei der Lumix-Kamera damals sehr gestört. Auch 2021 habe ich die ja immer mal wieder verwendet als Kamera für kleinere Szenen neben dem Gimbal und dem Handy. Ich wollte einfach Richtung Autofokus und so einen Schritt besser werden. Und da ist Sony eigentlich das Beste, was man machen kann. Aber Sony ist auch das, was im Grunde jeder sich beschafft, wenn er bei YouTube starten möchte. Und irgendwie kam ich da nicht ran. Sony hat auch ein paar komische Quirks. Ich habe vor einigen Wochen jetzt vor diesem Urlaub auch nochmal versucht, mit einer Sony-Kamera zu starten, aber habe mich dann entschieden, bei Fujifilm zu bleiben. Meine erste Fujifilm, mit der wir dann gereist sind, war die XS10, eine sehr kleine, sehr schöne, kompakte Kamera. Und ich habe auch da gemerkt, dass das eigentlich mein Formfaktor ist. Die ist nicht so schön wie diese silberne, mit Knöpfen bewährte XT5, die ich heute habe. Die XS10 ist deutlich langweiliger gestaltet, aber das Videomaterial 2022 ist komplett mit dieser Kamera entstanden. Ich hatte damals eigentlich nur eine Kamera dabei und vielleicht ein paar Szenen mit dem Handy, ansonsten komplett mit dieser Kamera. Allerdings bringt so eine Kamera auch wieder neue Themen mit sich. Ich brauchte halt verschiedene Objektive. Zumindest ist es schön, verschiedene Objektive zu haben. Die Stabilisierung von so einer Kamera ist gut, aber lang nicht so gut wie mit einem Gimbal. Und ich habe natürlich auch versucht, möglichst cinematische Szenen einzufangen. Und wenn man sich dann viel damit beschäftigt, dann fängt man an, manuell zu filmen, braucht dann ND-Filter, weil man bestimmte Belichtungszeiten nur hinbekommt, wenn man quasi einen kleinen Filter auf die Linse setzt. Ja, das wurde eine recht aufwendige Geschichte, aber ich habe das 2022 das erste Mal umgesetzt. Das sieht man heute
recht gut. Von den Farben her bin ich damals noch viel im Automatikmodus unterwegs gewesen. Aber das Videomaterial ist ein bisschen verspielter, aber es zeigt auch immer mal wieder so die Grenzen dieses Systems auf, weil auch da Bilder mal verwackelt sind oder nicht richtig scharf oder halt überbelichtet wurden oder so. Also ich habe da noch angefangen zu üben. Ich bin allerdings durch diese Kamera natürlich immer mehr reingerutscht in das Thema Video. Heute mache ich neben den Reisevideos auch Hochzeitsvideos zum Beispiel oder habe eine Sportveranstaltung schon mal gefilmt. Und das mache ich mit der XH2S. Das ist meine Hauptvideokamera von Fujifilm. Die filmt mich jetzt gerade. Die habe ich dann 2023 mit in den Urlaub genommen, gemeinsam mit der XS20. Das war der Nachfolger der XS10. Die XS10 hatte ich rechtzeitig wieder verkauft. Die XS20 kam auf den Markt, auch kurz vor dem Urlaub bestellt. Und mit diesem Duo aus zwei Systemkameras von Fujifilm sind wir dann losgefahren. Und das Video 2023 hat mich sehr viel Kraft gekostet, weil ich habe unterwegs mit diesen beiden Kameras sehr viel experimentiert, habe mit Farben experimentiert, habe mit Logprofilen gefilmt, wo also die Farben sehr, sehr zurückhaltend aufgenommen werden, um sie dann später im Color Grading schön zu machen. Das hat in der Nachbearbeitung sehr viel Kraft gekostet. Das Ergebnis ist nicht besser als das von 2022, glaube ich. Aber man hat halt nur im Urlaub Zeit, sich mit solchen Themen zu befassen. Und so habe ich es halt gemacht. Das habe ich dann hinterher im Schnitt halt mit viel Zeit bezahlt. Ja, bis heute bin ich bei Fujifilm geblieben. Ich habe jetzt neben der XH2S die XT5, einfach weil ich eine sehr gute Fotokamera gesucht habe und diese XT5 schon 40 Megapixel hat. Da kann man also deutlich hochauflösende Fotos machen. Was aber bei Fujifilm besonders ist, das sind gar keine Vollformatkameras, auch wenn sie so aussehen. Das ist APS-C, also ich glaube zwei Größen größer als die alte 1 Zoll Kamera. Also es ist gar kein Vollformat, es sieht aber ein bisschen so aus und hat natürlich auch nicht alle Vorteile von Vollformat, aber ich habe sehr schöne Videos und sehr schöne Fotos mit diesen Kameras gemacht und habe mittlerweile auch ein großes Objektivarsenal angesammelt und das ist auch der Grund, warum ich so viel Kilos mit in den Urlaub genommen habe und bin sehr froh damit, aber es gibt einfach auch zu viel Möglichkeiten und das macht es manchmal auch ja, sehr aufwendig. ...2024 wollte ich dann ein bisschen zurückschalten. Ich habe die XH2S, die mich jetzt filmt, zu Hause gelassen, die super High-Profi-Kamera, habe die XT5 mitgenommen, aber in erster Linie, um B-Roll zu machen. A-Roll ist ja immer das, was ihr seht, wenn ich spreche oder so, also die Handlung. B-Roll sind die schönen Bilder, die man dazwischen schneidet. Dafür habe ich die Kamera mitgenommen und für Fotos. Aber meine Hauptkamera 2024 war dieses geniale Teil. Diese Kamera kann ich auch jedem ans Herz legen, der Lust hat, einzusteigen in das Thema Reisevideos, der ein bisschen investieren möchte, aber nicht gleich in ein ganzes Kamerasystem. Das ist die DJI Osmo Pocket 3. Ich hatte schon mal die Osmo Pocket 2 zum Ausprobieren. Das war für mich alles so ein bisschen Spielzeug. Aber diese Osmo Pocket 3 ist ein Wahnsinnsgerät. Das ist eine 1 Zoll Kamera mit einem eingebauten Gimbal. Und auch wenn das alles ein bisschen fragil aussieht hier, ihr seht schon, wie das funktioniert. Ich muss ein bisschen zurückgehen, damit es so ein bisschen scharf ist. Das ist super stabilisiertes Videomaterial aus einem 1 Zoll Sensor, der hier oben drin steckt. Also im Grunde die gleiche Größe wie diese Kamera damals, was der Bildsensor angeht. Und super einfach zu bedienen. Unsere Kinder oder meine Frau haben auch regelmäßig mal mit dem Gerät dann gearbeitet. Sie wussten einfach, hier kurz flippen, rote Taste drücken und dann wird aufgezeichnet. Super stabiles Footage und anders als im letzten Jahr habe ich hier auch komplett im Automatikmodus gefilmt. Keine Logprofile oder ähnliches. Ich habe einfach die Kamera entscheiden lassen, was der schönste Look ist. Und nachdem ich in den letzten Tagen alles aus dem Urlaub hochgeladen, also gesichert habe und angeschaut und gesichtet habe, kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Das ist sehr schön anzusehen, das Videomaterial. Vielleicht nicht immer super cineastisch, aber toll auf jeden Fall. Nachteil der Kamera ist natürlich, sie hat eine fixe Brennweite. Und das ist manchmal dann ein bisschen schwierig. Sie ist recht weitwinklig und gerade durch dieses kleine Display denkt man immer, da ist nicht viel drauf zu erkennen, aber man muss wirklich sich das Material dann hinterher nochmal auf einem großen Display angucken. Das ist trotzdem schön. Und wenn man hier, sagen wir mal, ein Schiff im Hintergrund filmt, dann sieht das hier sehr klein aus und man denkt, man erkennt nichts, aber auf dem großen Monitor ist es durchaus schön. Aber
Diese fixe Brennweite ist natürlich eine Einschränkung und deswegen würde ich immer noch eine andere Kamera mitnehmen. Und als Ergänzung hilft da auch kein Handy, weil euer Handy hat halt maximal 2 oder 3 Brennweiten hier oben. Aber da ist auch kein Tele dabei, also keine Möglichkeit, mal wirklich ranzuzoomen. Deswegen habe ich immer noch eine Kamera dabei. Und so ist es 2024 die Kombination gewesen aus Osmo Pocket 3 und der Fujifilm X-T5. Ich hätte gerne im Vorfeld vielleicht die X-T50 genommen. Die ist deutlich kleiner. Allerdings hat die den älteren Akkutyp, den ich jetzt bei dieser Kamera zum Beispiel nicht mehr verwenden kann. Und sie war auch schlichtweg nicht lieferbar. Deswegen ist es eine gebrauchte X-T5 gewesen. Und nach allen Kameras, die ich auch von Fujifilm ausprobiert habe, die XS10 habe ich schon erwähnt, die XS20, die XE4 hatte ich, die X-T3. Ich hatte die XH2. Ich habe noch die XH2S. Heute ist es tatsächlich die X-T5 und die XH2S, die ich noch habe und natürlich ganz viele Objektive dazu. Unter anderem auch ein Teleobjektiv und das ist im Grunde das Schöne, wenn man so eine Kamera noch dabei hat. Das hier ist jetzt ein 50mm Zoom oder 55mm, da kann man schon ein bisschen was tun, aber ich habe auch einen 400er dabei. Ich überlege jedes Mal, ob es Sinn macht, so viel Kilos einzupacken, aber die Bilder, die man damit macht und wenn es nur 2, 3 Gelegenheiten im Urlaub sind, sind einfach toll. Was ist also meine Empfehlung für eure Urlaubsausrüstung? Wenn ihr schon eine Kamera habt, wie zum Beispiel die Fuji oder vielleicht auch tatsächlich so eine Panasonic, wenn ihr selbst berichten wollt aus dem Urlaub, kauft euch ein Mikrofon und diese kleinen Mikrofone von Rode. Sie sind überhaupt nicht teuer. Gibt auch ganz andere Marken mittlerweile, die auch gut sind. Da könnt ihr euch ein paar YouTube-Videos anschauen. Was ich empfehle, ist das Video Mic Go. Das habe ich jetzt an dieser Kamera hier dran. Das kann man auch mit USB verwenden, am Notebook zum Beispiel. Oder halt mit dem Kabel an der Kamera. Super kompakt, ist ein bisschen besser gelagert als dieses kleine flipprige Ding hier. Und funktioniert einfach sehr gut. Wenn ihr keine Kamera habt, könnt ihr natürlich euer Handy nehmen. Für das Handy gibt es heute diese Geräte von DJI immer noch. Ich glaube, mittlerweile gibt es den OM6 oder sowas. Oder der heißt mittlerweile, glaube ich, nur noch Mobile oder so. Kosten um die 100, 150 Euro und geben eurem Handyvideo einfach einen super stabilen Look. Allerdings habt ihr genauso wie beim Osmo Pocket halt die Einschränkung, dass ihr nur die begrenzten Brennweiten eurer Kamera habt. Ja, und wenn ihr aber das Handy lieber in der Tasche habt oder für Navigation oder für WhatsApp nutzt und lieber eine Extra-Kamera dabei habt, dann kann ich dieses Gerät wärmstens empfehlen. Am besten noch in der Creator-Kombi, das Kombo, da gibt es noch so ein kleines Mikrofon dazu, was hier wireless funktioniert, also ohne Kabel. Das habt ihr vielleicht gesehen, das hatte ich meistens so angesteckt oder werdet ihr sehen. Gibt sogar noch einen Windschutz dabei, einen kleinen Ersatzakku. Ich habe dann hier, oder einen Ergänzungsakku, ich habe dann hier noch so ein extra Case dazu gekauft. Kann ich euch gerne in der Videobeschreibung verlinken. Und man muss sagen, dass im Grunde, wenn ich das hier alles reintue, damit könnt ihr super Reisevideos machen. Wenn es ein bisschen aufwendiger sein soll und ihr auch gute Bilder machen wollt, dann nehmt gerne noch so eine Kamera mit. Schaut euch einfach mal zum Beispiel die XS20 im Kit an mit dem 18 bis 55 mm. Das ist das Standard-Kit-Objektiv von Fujifilm. Das ist aber super in der Qualität. Deutlich kompakter als das hier und es ist eine Kamera mit Zoom-Funktion für Foto und Video. Was auch sehr schön ist, ist die X-T50, die kleine Schwester dieser Kamera, die braucht leider noch andere Akkus, aber die gibt es zum Beispiel im Kombi mit dem neuen 16 bis 50 Objektiv. Auch sehr schön, 16 mm ist vor allem auch geeignet, um mal zu vloggen. Wenn ihr so ein Osmo Pocket schon habt, dann braucht ihr das natürlich nicht, aber man kann natürlich mit diesen Kameras vloggen. Im APS-C braucht man dann aber schon 16 mm Objektiv oder noch weiter, damit es gut funktioniert. Wenn ihr bei Sony bleiben wollt, wie gesagt, Vollformat, da gibt es mittlerweile sehr schöne Kameras, zum Beispiel die A7C, die kompakte Variante, kann ich euch gerne im Bild einblenden. Aber ansonsten die Sony Alpha 6700 im APS-C-Segment, also gleiche Sensorgröße wie meine Fujifilm-Kameras, ist eine super Kamera, hat nochmal einen viel besseren Autofokus als die Fujifilm-Systeme, muss man auch mal ganz klar sagen. Also das wirklich draufhalten und das ist immer alles scharf, was ihr scharf haben wollt.
hat ein paar kleinere Dinge, die mich stören. Diese Kamera zum Beispiel, zwei SD-Karten, eine für Fotos, eine für Videos habe ich immer. Das können diese kleineren Kameras, dann zum Beispiel die Alpha 6000-Serie von Sony nicht. Was mich zum Beispiel bei den Sony-Kameras immer nervt, ist, dass die Videofiles sehr stark versteckt sind in dieser SD-Karte. Verstehe ich bis heute nicht, warum man das so macht. Aber gut, das sind kleine Dinge. Diese kleinen Sony-Kameras sind durchaus zu empfehlen als Ergänzung zu so einem Setup, wie ich es hier habe. Aber ich komme immer wieder zurück auf das Handy. Das reicht im Grunde vollkommen aus, um schöne Videos zu machen. Achtet einfach darauf, dass es stabil ist. Das kann man notfalls natürlich auch mit der Hand. Und achtet darauf, wenn ihr im Vlog-Style arbeitet, dass das Audio gut ist. Da sind aber tatsächlich die Mikrofone der aktuellen iPhones zum Beispiel schon recht gut. Tja, fast vergessen hätte ich die GoPro. Dabei ist das die Kamera, nach der am meisten gefragt wird in den Kommentaren. Das ist eine GoPro 7 Black und die ist immer vorne bei uns auf dem Armaturenbrett installiert. Wir haben da so einen typischen GoPro-Schuh angeklebt auf dem Halter, wo man sonst das Tablet festmachen kann. Und dann haben wir hier so ein Cage mit dem entsprechenden Fuß. Da ist die drauf, filmt in 4K. Die Kamera hat eine Möglichkeit, die in Videoschleife starten zu lassen. Das heißt, die würde immer 5 Minuten filmen und dann wieder überschreiben, also ähnlich wie eine Dashcam. Und so nutzen wir sie im Grunde auch. In den ersten Jahren habe ich sie quasi durchlaufen lassen und diese 5 Minuten immer dann gespeichert, wenn ich glaubte, ich brauche sie. Mittlerweile bin ich ein bisschen sparsamer geworden und starte sie eigentlich nur an den Stellen, wo ich glaube, dass ich später im Video gebrauchen könnte. Ist also weniger Dashcam, aber wir haben noch eine Dashcam im Fahrzeug. Aus Sicherheitsgründen, sage ich mal, brauchen wir die nicht. Die GoPro 7 ist an der Stelle hier immer noch aktuell. Sicherlich wäre die 9 oder die 10 irgendwie besser. Die haben dann auch ein Display vorne. Ich glaube aber, wenn ich heute eine neue Actioncam kaufen würde, dann wäre es eher eine DJI, weil ich mittlerweile mit dem Osmo Pocket und der Drohne ganz viele DJI-Geräte habe und dann einfach in dieser Welt vielleicht besser klarkomme. Wofür wir die Kamera noch nutzen, wenn wir sie manchmal vom Armaturenbrett abbauen, ist zum Beispiel für Unterwasseraufnahmen. Weil wenn ich hier den kleinen Deckel an die Seite wieder ranmache und sie einspanne in den Cage, kann man damit auch tauchen. Und wir haben in einigen Videos auch schon ganz nette Unterwasseraufnahmen mit dieser Kamera eingebaut. Ja, das ist wirklich ein Standard. Die kann man heute sehr günstig kaufen, glaube ich. Diese Kamera hat sogar noch GPS. Das heißt, man könnte damit auch noch einblenden, zum Beispiel in das GoPro-Bild, wo man gerade ist, wie schnell man fährt und so weiter. Das mache ich schon gar nicht mehr. Neuere haben das gar nicht mehr. Aber die GoPro 7 ist hier an der Stelle immer noch zeitgemäß, nimmt nicht viel Platz weg. Das heißt, wenn ich jetzt ein Ultra-Light-Setup zusammenstellen müsste, würde ich wahrscheinlich auch mit so einer Kamera gut auskommen. Und die Osmo Pocket 3, da wird ja auch oft gesagt, dass die DJI Action 4, die ungefähr so das GoPro-Format hat, manchmal auch eine gute Alternative ist, wenn man nicht ganz so viel Stabilisierung braucht und es nochmal ein bisschen kompakter und robuster sein soll. Also dann könnte man eventuell auch mit so einer Kamera gehen. Viele YouTube-Kanäle funktionieren komplett mit einer GoPro und einem Mikrofon da drauf. Auch so kann man guten Content erzeugen. Man ist bloß natürlich beim Bild der GoPro immer ein bisschen eingeschränkt, weil es ist ziemlich weit, auch an den Ecken ganz schön verzerrt. Also wenn die Story wichtiger ist als die Bilder, dann ist eine GoPro immer super. Aber wenn es auch ein bisschen auf die Qualität der Bilder ankommt, würde ich hier immer vielleicht, ja, eine andere Variante wählen oder eine modernere nehmen, wo man vielleicht ein bisschen mehr einstellen kann. Sehr guter Standard, würde ich auch im nächsten Jahr sofort wieder mitnehmen in dieser Form. Die Bilder sind in Ordnung. Natürlich kein super 10-Bit-Material oder so, was man noch in der Farbe einstellen kann hinter, aber um zu dokumentieren, wo man gerade unterwegs ist und wie schön der Blick aus der Frontscheibe ist, ist so eine GoPro einfach super. Und sie lässt sich auch vom Fahrersitz gut bedienen. Hier ist ein großer Button oben drauf und dann einmal kurz vorgelangt. Sie lässt sich sogar per Stimme bedienen. Also GoPro starten, GoPro stoppen funktioniert auch. Nutzen wir nicht, weil es einfach nicht so zuverlässig ist. Ja, ein Thema habe ich noch ausgelassen und das hat mir in diesem Jahr sehr viel Spaß gemacht. Das ist das Thema Drohne. Man muss natürlich keine Drohne mit in den Urlaub nehmen, um schöne Videos nach Hause zu schicken. Aber seit 2021 mache ich das und zwar ursprünglich mit dieser Drohne. Das ist eigentlich die kleinste 4K-Kameradrohne, die man lange Zeit kaufen konnte. Das ist die Parrot Anafi. Die habe ich 2021 bis 2023 dabei gehabt.
bin sie nicht so häufig geflogen. Das ist euch vielleicht auch aufgefallen. Es gab in jedem Video vielleicht mal eine Szene, weil das ist halt eine ältere Drohne, die auch noch ja sehr klein ist, ne, und nicht so windstabil. Ich habe mich einfach nicht getraut, mit der Drohne zum Beispiel jetzt über offenem Wasser zu fliegen oder sehr hoch zu fliegen oder so. Da gibt es einfach bessere. Aber die hat mir sehr gute Dienste geleistet. Das Problem ist jetzt ein bisschen, Drohnen werden neuerdings klassifiziert. Ich habe zwar einen Drohnenführerschein, aber mit dieser Drohne habe ich jetzt sehr starke Einschränkungen, gerade zum Beispiel über Wohngebieten oder über Menschenansammlungen dürfte ich jetzt hiermit nicht mehr fliegen. Deswegen habe ich seit diesem Jahr erstmalig eine neue Drohne dabei. Und das ist die DJI Air 3. Das ist das aktuelle Modell aus der Air-Reihe von DJI. Und im Vergleich zur Parrot Anafi ist die jetzt deutlich größer. Das ist auch keine der Mini-Drohnen von 249 Gramm, die viele ja dann mit in den Urlaub nehmen, weil die so schön kompakt sind. Die ist halt eine Nummer größer. Aber gerade in diesem Jahr in Schweden, Norwegen, Finnland war es super, diese dabei zu haben, weil ich hatte ganz oft Wind und die fliegt halt wirklich bei starkem Wind auch noch zurück. Mit der habe ich mich auch getraut, über Wasser zu fliegen, sehr hoch zu fliegen, sehr weit zu fliegen. Reichweite von mehr als einem Kilometer sind hier kein Problem. Ich habe zu dieser Drohne jetzt auch eine dedizierte Fernsteuerung, ist also viel schneller rausgeholt und losgeflogen. DJI-Drohnen sind tatsächlich das Nonplusultra für mich. Ich habe Parrot ausprobiert, lange damit geflogen. Das ist aber trotzdem ein Riesenunterschied. Nicht nur vom Videobild, sondern auch von der Stabilität, von der Verlässlichkeit, vom Flugverhalten. Diese Geräte sind super Hightech. Und vielleicht noch der Hinweis, ich habe diese Drohne auch kurz vorm Urlaub gekauft, weil das Nachfolgemodell quasi erwartet wird. Es gab einen super Rabatt von DJI und das gibt es, glaube ich, im Moment auch für die kleine, für die DJI Mini. Da gibt es jetzt auch die kleinste Drohne, die jetzt 4K kann für irgendwie ein paar hundert Euro. Also wenn ihr Lust habt auf sowas, Drohne gibt immer schöne Bilder. Man muss allerdings schon sagen, beim Fliegen mit Drohnen muss man sich einfach an ein paar Regeln halten. Und wir waren zum Beispiel ja am Nordkap und zum Sonnenuntergang sind da plötzlich drei Drohnen unterwegs gewesen. Wenn ich nicht selbst eine geflogen hätte, hätte ich gesagt, ey, was soll das jetzt? Aber es sind super schöne Bilder, warum dann nicht mit einer Drohne? Aber man darf nicht vergessen, die Dinger machen halt auch Lärm. Und einige Leute haben auch Angst davor. Und deswegen empfehle ich euch, wenn ihr eine Drohne habt, macht mindestens den A1, A3-Schein. Den kann man online belegen. Da lernt ihr die wichtigsten Sachen, kriegt auch ein Zertifikat und könnt notfalls im Ausland auch jedem zeigen, dass ihr als Drohnenpilot qualifiziert seid. Und meine Drohne, seht ihr vielleicht, hat auch die entsprechende Kennzeichnung, hat auch meine Telefonnummer drauf. Wenn sie mal irgendwo verloren geht, also haltet euch einfach an alle Regeln und dann können Drohnen ein super schönes, super schöne Bilder liefern. Und das ist im Grunde das Setup, mit dem ich unterwegs bin. Die DJI Air 3, die Fujifilm X-T5 und der Osmo Pocket 3. Alles andere von den 25 Kilo ist natürlich Zeugs drumherum, was man eigentlich gar nicht braucht. Ich habe immer noch ein paar Filter dabei. Ich filme nicht mehr in Log-Profilen im Urlaub, weil mir einfach die Nachbearbeitung hinterher viel zu aufwendig ist. Bei der Drohne habe ich noch Log-Profil verwendet, weil natürlich aus der Luft die Dynamik im Bild einfach immer noch ein bisschen größer ist. Und da gibt es dann einfach so LUTs, die man dann in der Bearbeitung hinterher verwenden kann. Ja, und zum Schluss vielleicht noch eine kleine Anekdote, was wir auch immer noch dabei haben in diesem Urlaub, ist diese Kamera. Das ist die alte Praktika MTL 5B von meinem Vater. Die funktioniert mit Film und auch das hatten wir dieses Jahr dabei. Wir haben von einem 36er Film 24 Bilder verschossen. Man holt so eine Kamera nicht so spontan raus wie eine Digicam, aber wir haben ein paar schöne Bilder gemacht und vielleicht kann ich euch in den fertigen Videos auch immer mal davon ein paar Aufnahmen einblenden. Das braucht man nicht im Urlaub, die macht doch kein Video. Es ist einfach nur lustig, auch die alte Technik mal zu nutzen und vor allem den Kindern zu zeigen, wie eine Kamera früher funktioniert hat. Ja, was mache ich dann hinterher damit? Die Fotos, die verarbeite ich in Lightroom und zeige sie der Familie. Bei den Videos, da wisst ihr, was ich daraus mache. Und ich habe im letzten Jahr begonnen, auch eine neue Schnittsoftware zu verwenden. Ich bin ja Mac-User und habe lange Zeit praktisch nur mit
Final Cut Pro gearbeitet. Wenn ihr anfangt, euch mit Schnittsoftware zu beschäftigen, wenn ihr eure Videos schneiden wollt, kann ich euch heute ganz dringend DaVinci Resolve ans Herz legen. Das ist eine Software von Blackmagic. Die wird immer mehr zum Industriestandard und sie ist kostenlos. Ich habe zwar die Bezahlvariante, die kann ein paar Dinge mehr, aber im Grunde sind die Features der kostenlosen Variante absolut ausreichend für das, was ihr von mir in den letzten Jahren gesehen habt. Und wenn ihr heute neu anfangt mit Schnittsoftware, fangt damit an. Ich bin umgestiegen von Final Cut auf DaVinci Resolve und bin total froh, gerade hinsichtlich Farbbearbeitung und so weiter, ist die Software super. Sie läuft auf Windows genauso wie auf Mac. Man kann sich also einmal auf ein System einarbeiten und es dann auf allen Plattformen nutzen. Ja, das war der kurze Überblick zu der Technik, die in diesem Jahr uns begleitet hat. Die Videos von der Reise in diesem Jahr werdet ihr in Richtung Herbst sehen. Diesmal werden es mehrere Teile sein, mehrere kurze Teile, die aber im Wochentakt veröffentlicht werden. Es wird auch noch einen ausführlichen Langversion gehen und vielleicht auch noch eine Kurzversion, sodass für jeden etwas dabei ist. Ich hoffe, euch gefällt das Material. Ich habe es in den letzten Tagen schon sortiert. Ein paar Dinge habe ich euch ja heute schon gezeigt. Ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Und wenn ihr unterwegs seid und ihr habt Lust, ein Video zu machen, dann wünsche ich euch dabei ganz viel Spaß. Wenn ihr Fragen zu dem habt, was ich heute erklärt habe, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video geholfen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, um die Videos im Herbst nicht zu verpassen. Und wir sehen uns dann demnächst hier auf diesem Kanal oder unterwegs. Macht's gut.